Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Wir sind auf der ersten Ebene des Knochenlagers angekommen. Ihr werdet erstmal zu Tode gehagelt. Spürt meinen Zorn. Speerpirscher. Kann Cormac kriegen. Eine gute Wahl. Wird ja auch bei Gelegenheit mal auf Gold aufgewertet wird. Todesklapper, ja. Nee, Todesklapper, der Schreckliche. Das ist der nicht da. Bei ihm ist nur noch Schulterschutz und Gürtel, bei mir ist es Handschuhe und Köcher. Das Knochenlager, oft auch als Pesttunnel bezeichnet, diente ursprünglich als Bestattungsort der mittellosen Westmarks. Als jedoch die große Pestilenz ihren Lauf nahm, entschied die Stadt, dass die Tunnel ebenso gut für die Pestopfer verwendet werden könnten, um Westmark nicht in der steigenden Anzahl an Leichenhaufen ersticken zu sehen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Alle Gegner hier töten. Okay, ist ein... Das ist keine legendäre Waffe. Ich werde aber hier mal wieder auf den hungrigen Pfeil, auf durchdringend, schalten. Solange wir noch nicht 42 haben. Weil dadurch, dass der immer durchschlägt, ist das eigentlich nicht übel. Ich brauche mehr Zeit. Oh. Finsternis erwartet euch. Der Splitterpfeil bekommt halt später ja die Raketen dazu, was dann auch noch mal um einiges gemeiner wird. 35, wir haben die Hälfte von unserem Level, was wir brauchen für die Season-Reise. Sprich 70. Noch nicht bereit. Ich würde die aufstellen. Genau, Raketensplitter. Oh, kriegen wir nächstes Level schon. Ja, fand ich die Heilbrunnen so extrem wichtig, weil Lebensregeneration gab es da nicht wirklich. Aber jetzt, seitdem sie die Season-Reisen und sowas gemacht haben, ist Diablo zumindest auf normal ein ganz schöner Witz geworden. Okay, damals musste man das Spiel auch einmal durchspielen, um auf die nächste Schwierigkeitsstufe zu kommen. Da
Da war das alles noch etwas einfacher. Adria töten. Juhu. Ich warte immer noch. Ah, ja, kann ich jetzt nicht drauf zugreifen. Ach ja, Rache. Das war ja auch noch was Geiles. Flankenkanonen, Zielsuchraketen und Zustand Rache. Nehme ich das mal. Mal schauen, wie sich das so macht. Ach, das war das kleine Ding. Ja, das finde ich gut. Das war nur ein Vorgeschmack. Ja, das kommt permanent mit. So, schön geschützt. Achso, der hilft gar nicht dem. Nein, das werde ich nicht tun. Bei allem, was heilig ist. Seht auf ihn zu halten. Oh. Hat immer was Gutes fallen gelassen. Nichts gedropst. Finsternis erwartet euch. Ich brauche mehr Zeit. Ich benutze mal versehentlich den Rachehagel statt den Geschützturm. Das wäre nicht sehr weise. Wollt ihr noch mehr? Na, will noch mehr. Das war nur ein Vorgeschmack. Okay, der war jetzt ja einfach, weil der einfach stehen geblieben ist. Was ich zwar nicht ganz verstehe, aber gut. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Rache ist süß. Wie befriedigend. Stufe 36. Das geht gerade so schön schnell. Okay, wir haben auch massive Boni. Was die Erfahrungsgenerierung angeht. Also ich mache wesentlich mehr Erfahrung, als ich glaube ich zu diesem Zeitpunkt machen durfte. Spürt meinen Zorn! Ich hasse dieses Gebiet. Man kommt hier nie so voran, wie man es eigentlich möchte. Eure Furcht verrät euch. Schrein der Erleuchtung, noch mehr Erfahrung. Eine Kammer betreten, das sollte doch machbar sein.
wenn Schatzmeister. Nee, Schatzwächter. Trotzdem müssen wir immer noch zu Adria. Und ich hoffe, ich komme hier rüber dahin. Blute abschauen. Jeden Stein nehme ich immer mit. Die sind wichtig. Falls ich gerade etwas leiser bin, dann liegt das daran, dass ich mich gerade etwas darauf konzentriere, dass ich hier nichts übersehe wie ein Schatzgoblin oder ähnliches. Das Licht in euch wird stärker. Perfekt. Ja, Adria. Du kannst nichts. Nicht genug Hass. Diablo wird zurück. So. Zwei haben wir noch. Geh ich erstmal hier hin zurück. Dann kann ich mich erstmal gerade hinsetzen. Wieder. Seid ihr nicht mein letzter Kunde? Glaube ich nicht. So, Gegenstände verkauft, reparieren. Beutetruhe und ich weiß nicht, ob ihr dieses Düdüm hört, aber es kann eigentlich nur von meinem Rechner kommen. Und ich weiß nicht, welches Programm das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja noch, es kommt von meinem Rechner selber. Also nicht vom Hardware-Gerät, sondern von irgendeiner Software aus dem Rechner und ich weiß nicht, wo es herkommt. Nee, wir müssen hier unten lang. Reich der Vertriebenen finden. Eure Furcht verrät euch. Na, ich möchte mich an dieser Stelle dann auch für dieses Gedüm entschuldigen, das gehört nicht in die Aufnahme rein. Ich freue mich auch schon auf morgen wieder Tiny Tina aufnehmen. Und dann wollen wir noch Fable aufnehmen, das wird auch schön. Ah, die Zeitfalle. Auch wenn unsere Gegner stark sind, ich ergebe mich nicht. Voodoo-Xar, der Unsterbliche. Also das will ich doch mal sehen.
Dafür, dass er so unsterblich ist, ist er ganz schön schnell draufgegangen. Wir haben es geschafft. Gute Idee. So, wo ist denn jetzt? Ah, hier ist er doch. Der Wandler. Eure Furcht verrät euch. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Was ich über den Dimensionenwandel weiß, sehr wenig. Er durchstreift die Grenzen der Ebenen des Wahnsinns. Ein schwerfälliger Koloss mit einem gähnenden Loch im Zentrum. Irgendwie schafft er es, seinen Körper zu verbergen und sich als einfaches Portal zu tarnen. Diejenigen, die es durchschreiten, sind in einer weit entfernten Dimension gefangen und werden nie wieder gesehen. Außer ich. Ich komme zurück. Vergeltung! Was gibt's hier eigentlich noch bei Rachehage? Sonne verdunkeln. Schatten an Sturm. Anathema. Das macht am meisten Schaden mit 5800. Ich muss hier drüben lang. Zumindest hoffe ich, dass das der richtige Weg ist. Die Viecher kommen ja auch einfach aus dem Himmel gefallen. Das war nur ein Vorgeschmack. Eure Furcht verrät euch. So, das wäre auch erledigt und dann nur noch das Geistergefängnis, was übrig bleibt. Oh. Ich habe den Legenden nie Glauben geschenkt, aber es ist alles wahr. Diese Insel lässt einen von innen her verfaulen. Wir hätten niemals hierher kommen sollen. Von innen verfaulen. Was habt ihr getan? Die Totems müssen unversehrt bleiben. Die Insel will es so. Ihr müsst euch unterwerfen, oder alle werden sterben. Warum kämpft ihr gegen mich? Okay. Erfolg, Kopfarbeit. Jeder nennt mich nun einen Helden. Wenn sie nur wüssten. Kein Held tut solche Dinge, wie ich sie getan habe. Und wofür nur? Sie denken, dass ich sie befreit habe. Aber ich gab uns alle bloß der Verdammnis anheim. Tja. Ich muss zurückkehren. Achso, 500 Kopfgelder habe ich jetzt abgeschlossen insgesamt. Ach nee, muss ich noch. Also ich muss noch 5 Stück. Dank euch ist die Welt jetzt ein Weg. Euch gebührt Ehre. So, und damit haben wir auch das. Das heißt, wir haben jetzt alle Kopfgelder einmal gemacht und schauen nun, was wir nun machen müssen.
steigert die Ausbildungsstufe des Schmieds, Juwelenschmieds und der Mystikerin auf 10. Genug Geld dafür sollten wir haben. Nein, nicht Kommode. Oh, das war jetzt schon 11. Ich glaube, man muss das sogar auf 12 für alle machen. Ah ne, bei dem komme ich über 10 gar nicht hinaus, wenn ich keinen Adam des Todes habe. Na gut. So, und damit haben wir 6 von 9. Das nächste, was kommt, ist der Herr der Verzweiflung Rakanas. Der Horadrim auf Abwägen Zolt und Kull. Und im Feuer gestellt Stufe 50. Dann schauen wir mal, wo waren hier Rakanat? Adria habe ich, da ist Maltael. Isual, Diablo. Rakanat. Oder Rakanos. Wie auch immer. Obwohl. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu finden. Am besten ist es, wenn man dafür auch eine Quest hat. Deswegen gucke ich mal kurz. Nephalem Portal auf Profi. Das mache ich, wenn ich Level 70 habe. Waffe oder Rüstungsteil Stufe 70 herstellen. Steigert die Ausbildungsstufe des Schmieds, des Juwelenschmieds und der Mystikerin auf 12. Da sind wir ja dabei. Über den Tod hinaus ist 70. Aranea auf 60. Amulett 70. 40. Das kann man doch machen. Da oben. Und zwar möchte ich hier was ändern. Hätte Schaden, könnte ich zu einem Sockel umändern. Oder einfach nur Schaden. Verzauberung nach Maß. Haben wir noch was in Etappe 3? Schwierigkeiten Meister. Belial auf der Maximalstufe sowie Meister. Also Maximalstufe sei 70. Magda auf Maximalstufe. Und eine legendäre Eigenschaft extrahieren. Aber dafür brauchen wir Atem des Todes, den wir erst mit Level 70 kriegen. Und Etappe 4, was wir dann brauchen für die letzten zwei Set-Gegenstände. Nephalem Portal auf 70 und Qual 1. Eigenschaft einer Waffe mit Hilfe der Mystikerin in einen Sockel umwandeln. Das hätten wir ja gerade eventuell mitmachen können. Schlüsselhüter auf Maximalstufe. Alle töten. Ja, also wir brauchen jetzt halt höheres Level. Ich kann nur höchstens noch versuchen, das hier in einen Sockel umzuwandeln. Und damit kann ich das schon nicht mehr. Schade. Na gut, da ich im Nephalem Portal nicht einfach stehen bleiben will, werde ich an dieser Stelle die Folge schon beenden. Dann ist es halt mal ein bisschen kürzer. Aber das nächste, was ansteht, ist Nephalem Portale laufen. Und das schnellstmöglich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.